heute Elversberg gegen Erzgebirge Aue. Ich bin gerade mit meinem Papa hier. Autoausstellung. Und jetzt gehe ich erstmal zum Friseur. Muss mal gerichtet werden hier. Und da drin ist meine Musikschule. Das Ergebnis kannst du ja sehen lassen, oder? Nice. Und jetzt gehen wir in die Musikschule. Bevor wir zurück zu Papa gehen. Ladies and Gentlemen, meine Musikschule. Schon seit über 18 Jahren spiele ich Schlagzeug und habe damals in der Grundschule angefangen. Und jetzt gucken wir uns noch ein paar Autos an. Junge, was bist du? Ora. Kann ich da rein? Ja. So. Ich bin jetzt angekommen, schön, hab alles und also dann würde ich sagen, ab in den Fanshop. Es geht hier ab. Okay, ich glaube, ich kann irgendwann so eine Fahne für mein Zimmer. Auf ein gutes Spiel. Ich könnte jetzt so assi sein und das Bändchen wieder zeigen. Wieder VIP. So assi bin ich nicht. Dann suche ich mal meinen Platz. In einer guten Stunde geht's ja schon los. Hier ist die Elf. Hier ist unsere SV 07 Elversberg. Nummer 20 und die heißt Nikolas. Christoph. Die Nummer 7 trägt Manuel. Feil. Der 8 auf dem Trikot, das ist Yannick. Hoffmann. Mit der 9 heute Valtrin. Mustafa. Und der DJK Einzheim begrüßen wir die beiden Mannschaften des 33. Spieltags. Wir begrüßen den FC, unsere SV 07 Elversberg. Der Kapitän Martin Mengel ist einfach seit 2008 bei Erzgebirge Aue, also schon eine Legende. Ja, das Hinspiel endet mit einem 1:1. Hoffentlich 3 Punkte. Valtrin Mustafa spielt ja für den gesperrten Schnellbacher. Man merkt schon, dass Schnelli vorne drin fehlt. So viele Chancen und wir machen die nicht. Ein Kuss geht raus an alle Zuschauer, die ich getroffen habe. Thank you.
Ach so, klar. Irgendwann musste es passieren. Wenn man Chancen nicht nutzt, dann nutzen die anderen. Ihr wisst, was ich meine. So, 6 Minuten Nachspielzeit. Da geht hoffentlich noch was. Kommt jetzt! Das war's, Endstand nach 90 Minuten, 0:1. Der Wings, den Einwurf noch. Die SV Elversberg bedankt sich bei Ihnen für Ihr Kommen, wünscht Ihnen trotz allem. Und ich hoffe, dass es nächste Woche gegen Bayreuth, gegen Dortmund 2 besser ist. Bitte! Kannst du noch gerade meine Zuschauer grüßen? Was? Meine Zuschauer. Ja, ich grüße euch alle. Gerade ein gutes Spiel. Und mit diesen Worten beende ich das Video. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Schaltet ein Like da, abonniert den Abo-Button und bis nächstes Mal.